Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im LS17 auf der Hand Online Farm. So, wir starten mal jetzt mal hier im Schafsstall bei unserem Pulloverschwein. Wir starten jetzt mal hier am Hof. Ich habe mir was überlegt. Und zwar in der Bank auf Hagenstedt tun wir uns jetzt einfach mal ein Feld pachten, das wir abernten. Und da habe ich vorhin schon mal geguckt im Off. Wir können es gerne nochmal zeigen. Wir nehmen das Feld 41 hier, das hat Raps drauf, das ist auch erntereif, im Gegensatz zu meinen Feldern, die sind alle noch grün. Und da pachten wir uns jetzt das Feld 41. Da habe ich schon gep. Hä? Das nicht mitgekriegt. In Fürst gehört uns schon. Bank verlassen. Entschuldigung, Feld 44. Fehler vom Amt. Das war ich gerade verwirrt. Hier, Feld 44. Pachten. So, haben wir gemacht. So, schnappen wir uns unseren Drescher hier. Kostet mich ganze 17 Euro. Dieses Feld pachten. So, und dock mal an. Ja. So, nehmen wir einen kleinen Karl-Heinz mit. Na, den da wollen wir haben. Und da der Raps nicht ganz so ergiebig ist wie alles andere, nehmen wir den Kleinhänger und draußen haben wir glaube ich noch Saatgut drin. Schon überlegen, wie ich das rauskriege, aber ich glaube, ich weiß wie. Ich muss damit zum Schafstall mal schnipsen. Und habe ich ja das Lager und dann eine Sämaschine vorne dran mit. So. Das ist vorne Sämaschine, hinten Anhänger. Und dann tun wir das mal umstrapseln. Tun wir das nämlich in die Sämaschine einfüllen, das sagt gut. So, ja, das Control F 20 Meter, ne, machen wir mal 10 Meter. Ja. So, das Feld 44, wie wir gesagt haben, das ist. Mal gucken. Hier kommen wir nicht vorbei, ohne dass wir hängen bleiben. Und dann passt das. Los und rum. Wow. Fahre es ja zu. Genieß, dass du hängen bleibst. Er scheint rum zu sein. Jo, ich höre ihn. Ich höre ihn hinter mir, das ist gut. So, dann wir mal den Inlandsicht wechseln, das sehe ich auch ein bisschen was. Aber nicht viel mehr. Das sehen wir ohne viel mehr. Ich habe es vorhin schon mal probiert, ich musste ja die Aufnahme abbrechen, weil ich damit total fest gebackelt hatte. Da war vor mir und hinter mir und da bin ich mit dem Schlepper und dem Anhänger von rausgefahren und da habe ich mich dann, der Mähdrescher habe ich dann so geil verkeilt, den Drescher. Die konnte ich nur immer zurücksetzen retten, das wollte ich nicht. Dann habe ich gesagt, brech mal ab, machen wir nochmal neu. Sieht auch gut aus, das 19 aber gehört uns nicht. So, der ist ja auch nicht gerade der schnellste. Hilfe. Geht ja schon fast eine Folge drauf, um dorthin zu fahren. Da haben wir kein Helm schon geerntet. Na, das dachte ich mir.
Voll und die kommt weiter mit. Der ist ja zum Glück ein Stück schmäler. Ja, genau so dachte ich mir das. Oh, ich hasse es. Die Pläten engen Straßen. Von mir folgt noch. Die ganze Zeit ist ja kein Verkehr und jetzt, wo ich hier lang fahre, kommen sie auf einmal aus allen Ecken gekrochen oder was? So geht das nicht, Leute. Oh, da kommt noch so ein großer SUV. Oh, Schilder sind voll Kollision. Komm, gib Gummi. Vor schon ganze 5 Minuten hier. Jetzt kann ich nur noch um Stunden handeln. Aber jetzt kommt der mit dem Follow Me Mod ganz gut hinterher. Boah, jetzt kommt da wieder so einer. Das ist wieder so enge. Da kommt der nächste und der nächste. Mensch, hier muss da ein Nest sein. Du hast jetzt hier ein Autos fährst, sind die ganzen Folgen da hier rumgefahren. Ah, das habe ich mir jetzt gedacht, dass du mich dort hochschippst. Aber wir sind rausgekommen. Wir sind weggekommen. Sind wir am Feld 5 erst. Boah. Ja, das wird ganz clever hier. Boah. Steht genau in der Kurve und ich weiß nicht, wie ich vorbeikomme am dümmsten. Warte mal, schalt mal Allrad ein. So, gucken wir, ob wir da ein bisschen vorbei quetschen können. Ja, so geht's. Und so in der Art war das ohne, da hängt aber hinter mir leider dran, weil der Drescher ist als letztes gefahren. Da kam ich wieder vor und noch zurück. Ich hab schon berghoch abgehangen oder was? Weil der voll ungefähr mit mir mit 30 km/h daher. Ah, ich höre ihn schon wieder. Ich höre ihn schon wieder. Er hat aufgeholt. So, unsere Holzverladung ist hier. Wo wir mal in der ersten Map-Version hier ein bisschen Forst gemacht haben. Aber da habe ich jetzt noch nichts angefangen mit Forst, weil noch brauche ich es nicht. Ich habe mir zwei eigene Produktionen mit auf die Map genommen. Ja, fahre wieder so nah hier vor die Schnauze. Oh, was ist denn hier los? Müssen die alle in der Kurve kommen? Ist ja recht belastend hier. So, jetzt müssen wir gucken. 44, ich sehe es nicht hinterm Wald. Hinter dem Knick hier im Wald.
Ich gehe nach der Hügelkette hier. Mal gucken, wie wir da am besten hinkommen. So, jetzt geht Gummi. Oh, es ist er blockiert, die Schwerpläne. Muss das gleich holen. Ich fahre aber erstmal aufs Feld, denn hier. Passiert? Ja, du kannst nichts drauf, du bist blockiert. Gleich kommt die Meldung, Anschluss verloren. Ne, er ist rausgekommen, ich gehe kaputt, wie hat er das geschafft? Ist er weggepackt, der andere? Das ist das Feld hier. Wir haben es erreicht. So, wollen wir reintappen. Da kommt er schon. Und ich setze mal hier einen Rand dran. Und das passt so gut. So, da fangen wir mal an. Klappen mal den Hobel aus und schmeißen den Hobel an. Und da tun wir etwas ernten. Ich wundere, warum ich das alles Freestyle mache. Ich habe jetzt an der Hofwilhelmplatte 4 Wochen alles vom Ansehen ihres Ding bis zum Dreschen alles Freestyle gemacht. Wenn man das 4 Wochen macht, braucht man fast kein GBS mehr. Und das Vorgewende habe ich sowieso immer von Hand gefahren, daher. Außer wir sonst nichts zu tun haben, fahren wir das Feld sowieso von Hand ab. So, dann gucken wir mal, wie es weitergeht hier. Und da haben wir schon mal das Vorgewende mit Raps gleich geschafft. Das ist ja auch putzig, das kleine Feld. Mit dem Klinik kann man auch gerade so viel Innenform. Der hat hier eine große Schneidwerksbreite. Aber fahren Sie immer von außen. Bin ich ganz ehrlich. So, weit so gut. Doch, dann bloß, wenn wir das Abgang haben, vergessen, das Feld wieder zurückzugeben. Sonst haben wir uns elchig. Und das wollen wir ja nicht. Uns dumm und dämlich zahlen.
So, haben wir uns gleich zu vorgewendet die Gefahren. Ach ja, ist das entspannt, wieder mal im Drescher zu sitzen. Weil die letzte Woche bei der Hochphilippiade haben wir so halbe Woche haben wir noch voll Felder bestellt und geerntet, um die Produktion am Laufen zu halten. Um davon mal ein bisschen was zu erzählen, aber dann die letzten zwei Tage haben wir nur noch Holz gemacht. Ich habe eine leichte Baumphobie momentan. Ich kann keinen Baum und keinen Ponsen mehr sehen. Gucken, wenn wir wieder Holz machen müssen, aber dann hoffentlich nicht so schnell hier. So, sind wir in der dritten Runde schon. Geht ja schnell. Und das Ding ist 20% voll. Ein Fünftel nach 2,5 Runden. Ja, es wird immer weniger, weil die Runden ja immer kleiner werden. Also kommt der Drescher immer zum Einsatz nach über 20 Folgen. Jetzt noch Adam Riese. Die 23. Wenn mich alles täuscht. Aber genau weiß ich das jetzt nicht. Ist ja auch Jacke. Das tut ja im Spielspaß keinen Abbruch, ob das nur die 20., 21. oder 28. ist. Es muss Spaß machen beim Spielen. Das ist die Hauptsache. So. Na los. Jetzt fällt die lustige Hube, die hier dieser Schwammo hat. Das Pfeifen, das würde jetzt gut passen. Aber das ist halt nicht so einfach. Ich kann halt nicht modden, jetzt wird's ja eingebaut. Aber modden ist für mich. Bevor ich modden kann, können Schweine fliegen. Weil ich kriege eigentlich beim Scheinsitzer groß was hin, ohne die Map zu verhackstückeln, in ihr Feld zu begradigen. Ohne dass dann hinten vorne nichts mehr stimmt. Ich hab's mal bei der World of Farming probiert, ihr Feld zu begradigen. Wenn man halt das Titelbild so hackstückelt, hat schon hier, okay, wenn man die Map lädt, das Bild nicht mehr. Das war dann nur ein schwarzer Bildschirmrand. Wo dann irgendwann mal ein grüner Balken mit Start kam. Wenn die Map hat zwar noch gestartet, das war, sagen wir mal, ein kleiner Ergebnis, kosmetischer Ergebnisfehler, aber mich hat es gestört. Dann habe ich gesagt, gut, lass mal aus, nehmen wir bald das Original. Und schon scheint sich das ein bisschen was begradigen, hab's auch nicht so hingekriegt, ohne dass es mir da blöd macht. Das ist ja putzig, das Feld. Haben wir es gleich geschafft, das Feld. Dann mag ich dann allen Modern-Skriptern und die die Maps bauen, ziehe ich echt meinen Hut davor. Die das so hinkriegt mit allem drum und dran. Ich meine, das ist ja nicht bloß die Mods zusammenbauen und die Map zusammenbauen. Da muss ja verschiedene Skripte und dies und das noch einfügen, dass das reibungslos läuft. Und dass das alles so läuft, das hinzukriegen. Das, davor ziehe ich meinen Hut. Weil ich weiß von jemandem, der skripten kann, das ist nicht so einfach. So ein Programm zu schreiben. Weil im Prinzip ist ja das Skript ein kleines Unterprogramm im Programm, dass das hier genau, wenn ich die Taste drücke, dann genau die Aktion bewerkstelligt.
das so zu programmieren, dass ich zum Beispiel, wenn ich Taste B drücke, dass ich den Treffer anschmeiße, was bei jetzt ja im Standardspiel verbaut ist, aber das ist ja auch ein Programm, was geschrieben werden muss. Oder bei der Autoload-Funktion, wenn ich die Taste X drücke, dass sie den Arbeitsmodus aktiviert oder deaktiviert. Das ist alles nicht so einfach. So, und da haben wir gleich fertig. So, die letzten Spannen. So, jetzt bleiben wir mal kurz hier stehen. So, stoppen wir den da. Das ist jetzt runter ausfahren können gleich. Wir den hier so hin. Passt. Halt. Drück mal O. Ja. Ah, ich muss schon R drücken, ich habe den Combines Dings nicht drauf. So. Und wir haben Feld fertig, damit beendet ihr die Folge, sagt Tschüss und Winke Winke. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, denn ich bin raus, euer Yasuo.